Hallo! In diesem Screencast möchte ich zeigen, wie man einzelne Seiten aus einem PDF-Dokument herausschneiden kann. Ich bin im Verzeichnis Dokumente, habe hier eine PDF-Datei, die kann ich mit einem Doppelklick öffnen. Um jetzt dort einzelne Seiten herauszuschneiden und in eine neue PDF-Datei zu schreiben, geht man wie folgt vor. Ich öffne ein Terminal, GNOME-Terminal. Und jetzt benutze ich das Tool PDFTK. PDFTK gehört nicht zum Standard bei Fedora, muss also nachinstalliert werden. Per Befehl su, -c, in Anführungszeichen ym, install, PDFTK. Enter und Passwort eingeben und warten, bis das Tool verfügbar ist. Dann kann es losgehen. Ich wechsle ins Verzeichnis Dokumente mit cd, Dokumente. Enter. Hier habe ich meine PDF-Datei und jetzt gebe ich ein PDFTK, das Tool, Leerzeichen, jetzt die PDF-Datei, die heißt hier acta.pdf, Leerzeichen, jetzt cat, Leerzeichen, von Seite sowieso bis Seite sowieso an dieser Stelle und zwar mal von Seite 1 bis Seite 3, Leerzeichen, Output. Und jetzt kommt die neue PDF-Datei. Die nenne ich einfach hier mal a.pdf. Und Enter. Und da ist die neue PDF-Datei. Von Seite 1 bis Seite 3. Oder zum Beispiel von Seite 2 bis 4. Okay, dann möchte ich noch ein Tool vorstellen, und zwar das Tool PDF Separate. Und zwar mit dem Tool kann man einzelne Seiten in einzelne PDFs schreiben. Das heißt, für jede einzelne Seite gibt es dann ein PDF-Dokument. Das kann ich auch gleich mal demonstrieren. PDF Separate Leerzeichen. Jetzt kommt das PDF-Dokument. Acta.pdf Leerzeichen. Und jetzt kommt der Name bzw. der Mustername der einzelnen Dateien, zum Beispiel A. Jetzt kommt ein Prozentzeichen, dann D für die ganzen Nummern, die dann folgen und .pdf. So gibt es vier PDF-Dateien. Für jede Seite eine PDF-Datei. Da kann man auch noch bestimmen von Seite sowieso bis Seite sowieso und zwar mit den Optionen -f. Das ist die erste Seite von Seite und die Bis-Seite, also die letzte Seite, die dann herausgeschnitten wird, die wird bestimmt durch die Option -L. Zum Beispiel jetzt auch von Seite 2 bis Seite 3 mal. Von Seite 2 bis Seite 3, also -F2. Und -L3. So gibt es dann zwei PDF-Dateien. Für die Seite 2 und 3. Okay, ciao und viel Glück.